Das heißt, ab jetzt sind wir dann irgendwann. Ach, ist gut, ich habe noch was in der Pause. Irgendwas habe ich mir schon. Bist du schon on? Ich klicke, verbinde mich gerade, also das kann ich. Okay, jetzt dann noch nicht, weil ich habe schon noch ein Faschohemd, das muss schon. Tschüss, jetzt lass also das mal so. Du bist jetzt, also wir sind jetzt live. Beschimpfen können wir, da kriegen wir gleich Post. Und du musst auch irgendwann, nee, 59, also du kriegst ein Zeichen da drin, oder? 10 Sekunden, dann sind wir dran. Ja, dann sind wir halt mit dem Bild etwas schneller heute. Hallo. Ich kann jetzt noch nicht falsch, ich mache erst noch die Kurse. Das ist unsere Anfangsmelodie. Kenne ich irgendwoher. Bist du schon drauf, Marie? Ja. Ah ja, sehr schön. Nur noch ein Hinweis. Das nicht machen, das geht über den Äther. Die Leute fliegen von ihrem Radio weg. Okay. Das ist der Ernst. Noch kein nervöses Gefangen. Nee. Das hat der Ernst gemacht. Da hat man mir nur Essen. Wir sind drauf, ja? Ja. Eigenwerbung. Eigenwerbung ist ja klar. Natürlich, müssen wir reinkriegen. Uniklicken und sowas wirkt nachher brutal verstärkt. Also wenn man sowas unterlässt, also geht es eigentlich, die macht dann irgendwelche wedelnden Geräusche, wenn ich das höre, dass das brutal stark ist. Oder klopfen. Ich habe neulich beim Ernest das mal zugelassen, der war so wild in Rage über seine vierteljährliches Aufenthaltsverbot am Bahnhof. Da habe ich klopfen lassen, aber es war brutal im Radio. Ja. Der hat auf den Tisch gehämmert. Aber es war okay. So, noch eine Minute 10. Ich mache die Anmoderation und übergebe dann wieder. Okay. Mach schon die Vorstellung. Wie wollt ihr vorgestellt werden? Der kommt machen, dann, wie du willst. So wie es kommt. Ja, genau. Okay. Wir kennen uns ja. Und du auch? Auch vorstellen, du musst kurz deinen Kopf reinhalten. Ich halte mein Handy rein. Ah, okay. Dienstag, 26.02.20 Uhr, hier ist Parkfunk, heute mit unserer regulären Sendung. Heute haben wir das Thema Oberstaatsanwalt Häusler und das Verbrechen und das Massaker in St. Anna ist das Thema. Wir haben heute Gäste im Studio. Hier ist die Julia von Staden. Julia, was stelle ich dir vor? Als Soziologin bist du hier in Stuttgart aktiv. Was noch? Lokale Gruppe war es? Freie Journalistin. Freie Journalistin, okay. Und der Peter Krohmann, müssen wir dir zu dir noch was sagen zum Peter? Kabarettist, Anstifter. Genau. Und sonst jedem Stuttgarter eigentlich bekannt. Anstifterin bin ich auch. Anstifterin bist du auch, okay. Dann die Sibylle macht die Moderation. Und wir haben hier noch eine Kamera stehen. Camps 21, genau. Ja, genau. Camps 21 streamt. Seht ihr ja gerade alle. Wunderbar. Also, genau. Heute geht es um das Thema, was 1944 in der Toskana abgelaufen ist.
Das Thema ist jetzt durch die Verquickung mit S21 und Häusler nochmal hochgekommen. Und da gibt es Leute, die sich sehr in der letzten Zeit engagiert haben. Und wir fanden es absolut würdig, heute ein Thema draus zu machen. Ja, Mikro und die Verantwortung hat der Thomas und verantwortlich ist auch noch die Sibylle mit. Wir gehören zur Redaktion Lästerwelle und jetzt würde ich der Sibylle schon mal das Wort geben. Ja, hallo euch beiden. Ich würde ganz gern erstmal wissen, für die Zuhörer, die nicht im Thema drin sind, um was geht es eigentlich? Was ist da am 12.08.1944 passiert? Was heute noch für so Aufregung sorgt? Also an diesem besagten Augusttag sind in den frühen Morgenstunden von vier Seiten zu dem Dorf St. Anna di Stazema die 16. SS-Panzer-Grenadierdivision, Reichsführer-SS, haben sich auf den Weg gemacht und haben, manche sagen 500, manche sagen 300, also hunderte von Menschen auf die schlimmste Art und Weise massakriert, hauptsächlich Frauen und Kinder. Und das Dorf haben sie verwüstet. Anschließend haben sie die Leichen auf Scheiterhaufen verbrannt. Und anders war, dass nach fast einem Jahrzehnt Nachforschung, nach einem Jahrzehnt Prüfung, Oberstaatsanwalt Häusler erklärt hat, kein Verfahren zu eröffnen. Also nicht mal, dass ein Verfahren irgendwie niedergelegt wurde, sondern es wurde nicht mal eröffnet, es wurde nicht vor Gericht geprüft. Es leben noch, ich glaube 10 sind es, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, wie viele, 10 der Soldaten, die dort dabei waren. Und die sollen sich nicht vor Gericht verantworten. Und das hat uns so empört, dass wir einfach das Gefühl hatten, hier müssen wir was tun, hier ist die Zivilgesellschaft und gerade die Stuttgarter Zivilgesellschaft gefördert, dass wir hier ein Zeichen setzen und unsere Solidarität erklären. Wie hast du den Tag erlebt bei der Generalstaatsanwaltschaft, als der überlegene Zeuge Piri dabei war? Also es war eigentlich eine Situation von Rührung auch, muss ich sagen. Einen Menschen vor sich zu haben, der aus Italien kommt extra, um die Wiederaufnahme des Verfahrens zu beantragen, dafür zu werben. Ein Überlebender kommt nach Deutschland in die Stadt, in der noch Mörder leben oder bis vor kurzem gelebt haben. Sind ja das Stazema, St. Anna di Stazema ist ja nur einer von wirklich Hunderten und Aberhunderten von Orten im Mittelmeerraum, wo Menschen umgebracht wurden. Und diese Panzergrenadier oder wie immer die Divisionen heißen, das waren unsere Großväter. Das waren deutsche Männer, die da losgeschickt sind und die haben ja auch genau gewusst, was sie taten. Es war nicht so, dass sie in irgendetwas hineingeraten sind und es jetzt dumm gelaufen oder ein Partisanenhinterhalt, sondern ganz bewusst haben sie diese Leute, überwiegend Frauen und Kinder, niedergeknallt, ermordet. Ne? So. Und haben unbehelligt dann die Überlebenden unbehelligt weitergelebt. Und wenn jetzt jemand von den Opfern, der Zeuge war, Augenzeuge war, hierher kommt nach so vielen Jahren, um für die Wiederaufnahme dieses Prozesses zu werben, dann fand ich das also natürlich traurig, dass das überhaupt notwendig ist, der Justiz auf die Sprünge zu helfen. Und ich fand es natürlich auch sehr schön, dass so viele Leute ihn begleitet haben. Also aus dem Widerstand von den Anstiftern, Leute, die sonst andere Themen auch im Kopf haben, dass die Leute das alle sehr stark beschäftigt hat. Ja, die haben ihn mit sehr viel Wärme und mit sehr viel, wie soll ich sagen, mir fällt gar kein passendes Wort ein, Achtung. Hat man ihn empfangen, ja, mit großer Achtung, dass er diesen Schritt gemacht hat. Ne? Ja. Es war auch eine gute Situation, die Medien waren vertreten und ich fand es einfach für den deutschen Staat und für die deutsche Justiz
eine ganz peinliche Geschichte, unabhängig von der juristischen Bewertung jetzt. Das ist unglaublich peinlich, dass da einer kommt, der dabei war und nochmal sagen muss, ich will Gerechtigkeit. Ja, also es geht, wenn ich das alles richtig verstanden habe, ja nicht um Rache. Das war wohl in dem Dorf, in dem ihr ja auch wart, immer klar zum Ausdruck gebracht worden. Also es geht nicht um Rache, sondern es geht um die Achtung, dass es dieses Massaker gab, es zu benennen. Das scheint sehr wichtig zu sein für die Opfer oder beziehungsweise für die Überlebenden. Oder sehe ich das falsch? Habe ich das falsch verstanden? Also das haben wir ganz stark zu spüren bekommen, dass es um die Anerkennung geht und um die Solidarität. Wir sind mit 40 Leuten etwa dorthin gefahren im Dezember. Gleich nach der Entscheidung von Oberstaatsanwalt Häusler haben wir versucht, für eine Reise eben Leute zusammenzukriegen und Spenden zu sammeln und sind dorthin gefahren dann im Dezember, haben 4.000 Euro Geld übergeben und auch noch 400 Unterschriften, Solidaritätsunterschriften, und die Wärme und die uns da entgegengeflossen ist, das war unbeschreiblich. Und das war so eine wichtige Geste von uns, einfach von uns Stuttgartern zu sagen, was unsere Justiz da macht, ist für uns einfach unbegreiflich. Und wir zeigen euch hiermit unsere Solidarität. Und darum ging das auch. Also wir haben gemerkt, das war das geht auch nicht um Rache, sondern um diese Achtung. Ja. Es gibt ja auch noch einen anderen Hintergrund, wenn ich da anschließen darf, nämlich den, dass es in der deutschen Justiz eine Kontinuität gab. Von der Nazizeit, von der Kaiserzeit zur Nazizeit und von der Nazizeit bis heute. Während in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen sich das erneuert hat, ne, wenn man die Verbrechen hat versucht aufzuklären, die Schuldigen zu bestrafen oder zu stellen oder aus ihren Ämtern zu entfernen, gab es in der Justiz eine Kontinuität. Es ist fast niemand, nirgends, also ob das jetzt die Ermordung der Kranken war oder der Zwangsarbeiter, Fremdarbeiter, ob das Auschwitz war, welchen Namen man da immer nennt, es ist aus der Justiz, waren die Leute, die damit verwickelt waren, bei den Prozessen, waren nach wie vor in den Ämtern. Das betrifft jetzt natürlich Häusler nicht, klar, ne? Aber diese Kontinuität, die hat diese deutsche Justiz, glaube ich, in einem unglaublichen Maße geprägt. Und das ist hingenommen worden in der Bevölkerung, ist hingenommen worden von den großen herrschenden Parteien, von der SPD genauso wie von der CDU, CSU, eigentlich in dieser ganzen Republik hingenommen worden. Und alle waren froh, dass das Thema jetzt irgendwie vom Tisch ist. Und das ist natürlich, dass es jetzt nochmal wieder in diesem Maße auftaucht, halte ich natürlich für sehr wichtig und nochmal einen Funken des Nachdenkens bringt. Ja. Habt ihr einen Überblick, inwieweit das Thema in der bundesweiten Presse oder überhaupt bundesweit reflektiert wurde? Oder ist es nur ein Stuttgarten-Thema? Also einen Überblick habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß, dass bei der Reise war es so, dass es kaum in den deutschen Medien aufgetaucht ist. Also wir haben auch, ich erinnere mich nur an einen Anruf von einer Nachrichtenagentur aufgrund unserer Pressemitteilung. In den italienischen Medien kam es aber, also von regional bis überregional. So, und vielleicht muss man noch ergänzen, wir haben natürlich bemüht uns zunächst um die lokale Presse, die auch eine überregionale ist, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, haben zunächst keinen Hinweis gebracht, weder auf die Reise noch auf den Besuch. Das ist dann über die dpa gelaufen, über den evangelischen Pressedienst, und hat ein bundesweites Echo ausgelöst, wo diese Wiederaufnahme gefordert wurde, also die Geschichte vom Landgericht. Und dieses Medienecho war durchaus bemerkenswert. Mhm. Aber natürlich verschnorchelt unsere lokale Dorfpresse aus Möhringen. Ja. So kann man es auch ausdrücken. Weshalb ist es eigentlich für uns in Stuttgart so ein Thema? Was meint ihr? Ich meine eigentlich, dass es nie aufgefallen wäre, wenn es nicht Herrn Häusler treffen würde. Ja, das auf jeden Fall. Also man hat ja ganz stark gesehen, dass die Stuttgarter und auch über Stuttgart hinaus durch S21 ganz stark neu politisiert worden sind.
und ein ganz neues politisches Bewusstsein auch da erweckt wurde. Und also bei der Reise waren auch ja größtenteils S21 Gegnerinnen dabei, mhm. Die einfach auch nochmal sehen, man kann sich einmischen und das ist auch wichtig, also für die politische Identität ist es wichtig. Ich krieg gerade ein Zeichen, wir gehen in die nächste Pause. Einen kurzen Break, ich denke, das ist eine Überleitung zum Thema, wo wir nochmal tiefer einsteigen müssen. Wir haben vorhin im Vorgespräch schon so ein bisschen darüber geredet und ich denke, einfach mal kurz zum Abschalten ein bisschen Musik. Ich habe hier Bella Ciao. Ach, hoffentlich läuft das überhaupt über den PC, haben wir noch nicht mal. Sonst singen wir es. Peter, du machst den Vorsänger. In meinem Alter fallen dann immer nur die ersten vier Worte ein. Eine eigene Version von einer französischen Band. Und nachher mal habe ich noch eine Aufnahme aus Turin von einer Demo 2011, wo dann eine Notaf-Bewegung mal mit ein paar tausend Menschen Notaf singt in der Stadt bei einem Fackelzug. Das hat was. Da kommt Gänsehaut. Das kannst du nachher auch hier mitfilmen. Also ich habe das als YouTube hier laufen und dann kann man das nachher auch sehen. Ich kann es jetzt schon mal drehen. Das ist diese Französische. Oh, ich muss größer stellen. Wie stelle ich das größer hier? Und Bildschirm auswechseln. Und Julia muss wahrscheinlich... es geht rum. Es geht rum, geht prima und ich krieg's auch. Zur Seite, oder? Das ist jetzt schon die Variante. Das ist die französische Variante. Eine Band, wo ich allerdings bis heute noch nicht weiß, wie sie heißt, aber ich finde es einfach nett. Und nichts ist passender über St. Anna, dieses Thema zu reden, als jetzt genau dieses Lied zu spielen. Das war auch sehr interessant bei der Pressekonferenz am 31., dass spontan am Schluss die Leute Bella Ciao gesungen haben. Also da ist mir das kalten Rücken runtergelaufen in dem Moment. Wenn nicht da, wo dann? Genau, das ist passender geht es nicht mehr. Ja. Schöne Partisanen. Weißt du das? Das hört man jetzt nicht, wenn wir reden. Nö, das habe ich auch nicht. Doch. Doch, hier. Doch. Ja. Hören und sehen kann man es hier. Ja, okay. Der Überwachungsstaat. Ja, total. Ja, wir machen alles transparent hier. Das ist auch wiederum wahr. Warum sollen wir was verheimlichen? So sieht's aus. Also selbst wenn wir uns heute zuschauen und zuhören, wir sind transparent. Wisst ihr, dass Bella Ciao aus dem Susatal kommt? Nee. Das Lied kommt aus dem Susatal, das gehört da. Das ist die Tradition, da kommt die Partisanen ursprünglich her. Von dort aus wurde Turin von Nazi-Deutschland befreit. Von dort aus gingen sie los. Und da haben sie gekämpft. Und das ist ein tief trauriges Lied eigentlich. Ne? Und so traurig wie die Geschichte heute, wenn man die Wahlergebnisse sieht aus der Ecke. Wann lernen die Leute aus ihrer Geschichte? Unsere ja auch, gell? Ja, wir sind nicht besser, wir brauchen nicht mit dem was ein Deut. Kein Deut, aber es ist so. Wie lange geht es denn noch? Ich sehe es nicht. Kann ich mal rumschwenken? Ja. Klar, schwenk rum. Mach einen Schwenk. Ich muss bloß mit der Maus unten rein. Geht noch 40 Sekunden. Oh ja, lass ruhig. Mach lieber richtig den Übergang. Wir haben ja keinen Übergang. Politisierung der Menschen in Stuttgart, oder? Ja. Ja, und diesen Zusammenhang, was du vorhin sagst, es ist 21 Häusler und diese Gefahr, die da auch mit drin steckt. Ne? Das ist das eigentliche Thema St. Anna überdecken weiter. Natürlich am heutigen Tag. Bella Ciao, das war eine französische Band. Hier beim Livestream von Camps hat man auch das Video auf YouTube erkennen können. Hier ist Parkfunk, Dienstag, 26.02. im Freien Radio Stuttgart. Heute das Thema Bernhard Häusler und das Massaker von St. Anna de Slatzema. Zu Gast im Studio Julia von Staden und Peter Krummann.
Kranz 21 ist auch da, Sibylle und Thomas am Mikro. Und ich gehe weiter. Wir hatten vorhin das Thema Stuttgart 21 und Bernhard Häusler. Bernhard Häusler und Sandander, das ist das Thema. Und wie wirkt sich das so aus oder was kann da auch gefährlich dran sein? Ja. Da hattest du ja vorhin im Vorgespräch schon sehr guten Gedanken oder sehr gute Gedanken. Führ die einfach nochmal aus für unsere Zuhörer, weil ich halte es für wichtig, auch schon alleine aus meiner Tätigkeit im AK Jura heraus. Also manchmal ist man ja geneigt, eine Person der Zeitgeschichte oder eine Persönlichkeit, die in der Stadt eine Rolle spielt, wie der Oberstaatsanwalt, sie im selben Kontext oder im selben Atemzug zu nennen wie die Massaker der SS. Oder ich sage jetzt mal, ihm auch noch Auschwitz aufzubürden, irgendwie, moralisch, irgendwie, dass er da auch noch dran ist. Mhm. Und in diesem Fall Stazema, wo er das Verfahren eingestellt hat, hat er nur gehandelt als williger Diener und überzeugter Mensch, der die demokratischen Gesetze, die hier in diesem Land so gelten und die von den demokratischen Parteien beschlossen worden sind, pflichtgemäß auszuführen. Er hat ja in diesen ganzen Jahren, in denen das Verfahren lief, insgesamt 10 Jahre wohl offenbar nicht viel getan, nicht viel zur Aufklärung getan, vielleicht hat er zu viel zu tun gehabt, er musste ja auch dann die Antifaschisten im Remstal verfolgen, die Leute, die das durchgestrichene Hakenkreuz gemacht hatten und so. Er hat sich also da keinen guten Ruf erworben, das ist schon richtig. Mhm. Ne? Aber man muss trotzdem aufpassen, dass man diesen Unterschied deutlich macht. Die Opfer von St. Anna, auf deren Rücken können wir nicht den Konflikt um Stuttgart 21 austragen. Ja. Und auch nicht den Konflikt, dass jetzt die Justiz hier besonders rabiat und besonders, unserer Meinung nach, besonders ungerecht, also nicht nur unserer Meinung nach, das ist eine landläufige Meinung eigentlich, die sich auch bestätigen, dass sehr rabiat mit den Gegnern von Stuttgart 21 umgeht. Mhm. Wirklich, ohne, da braucht man nichts beschönigen. Ne? Aber ich glaube, man muss das hier einfach trennen, diese beiden Dinge sind ganz für sich. Und so hatte ich ein bisschen den Eindruck, manchmal, als ob man auf dem Rücken der Opfer dann diesen Konflikt, also die noch benutzt, um irgendwas schlecht zu machen, was eh schon schlecht genug ist. Ne? Ja. Nämlich die Justiz, die deutsche Justiz. Und da ist, denke ich, der Häusler ist da nur ein Beispiel. Sicher, es gibt auch gute Juristen. Man kann da nicht alles über einen Kamm scheren. Das ist ja die Justiz manchmal die einzige Hoffnung, die man noch hat. Ne? Mhm. Aber wir sind sowas von enttäuscht, auch von dieser Frage nach Gerechtigkeit. Und das ist ja, glaube ich, der eigentliche Hintergrund. Ne? Das ist genauso ungerecht, wie sich die Opfer und die Überlebenden fühlen und die Menschen, die hat ja jede Familie in Italien fast Opfer zu beklagen. Ne? Mhm. Genauso diese Ungerechtigkeit, die zu so einer Empörung führt. Ne? Ja. Und diese Ungerechtigkeit spüren wir heute natürlich auch, wenn wir sehen, wie ohnmächtig wir gegenüber dem Staat sind, wie ohnmächtig wir gegenüber einer neuen Regierung sind, wie die da oben wirklich ihre Dinge durchziehen, mhm. ohne auf das zu achten, was unten ist und wie leicht das alles zu manipulieren ist. Also dieses Unbehagen und dieses, ja, was hat man, wir hatten das vorhin genannt, also ein moralisches Gefühl, und du bist eigentlich in diesem Land der Arsch. Und das kann eigentlich nicht sein, dass wir in einem demokratischen Land den Eindruck haben, wir sind der Arsch, wir sind die Dummen. Und setzt sich irgendwas fort, das kann nicht sein. Das macht dann schon auch dann zornig und hoffentlich nicht ohnmächtig. Zorn ist gut. In dem Verfahren habe ich ja ein bisschen recherchiert, also nicht wirklich in die Tiefe, da bin ich lange nicht so weit drin wie ihr. Aber ich habe zum Beispiel rausgekriegt, dass die Akten bereits in Italien in einem Schrank der Schande in Rom erst Mitte der 90er Jahre entdeckt wurden, über dieses Massaker. Dann die zentrale Stelle für diese Aufklärung in Ludwigsburg, die hat über Interpol eine Anfrage am 27.11.1996 erst erhalten. Und am 16.01.2002 wurde durch diese Ludwigsburger Behörde ein Vorermittlungsverfahren eingeleitet. Und seitdem liegt das Ganze dann bei Herrn Häusler, der dann 10 Jahre gebraucht hat, um diese Einstellung zu machen.
Also da haben doch einige sehr viele Jahre versucht, das Ding irgendwie, oder generell sind doch diese Verfahren alle irgendwie immer so ein bisschen versteckt worden, man hat sie nicht bearbeitet, aber alle Beteiligten. Also ich glaube nicht, dass dieser Schrank der Schande in Rom der einzige Schrank der Schande ist in Europa. Oder wie seht ihr das? Also ich denke, dass... das muss nicht unbedingt irgendwie ein bewusster Vertuschungsversuch oder sowas in die Richtung gewesen sein oder dieses eine bewusste Verschleppung. Ich glaube, dass es einfach eine Prioritätensetzung ist, die in unserem Rechtssystem vorherrscht, die in unserer bei den Politikern vorherrscht. Also was hat Priorität? Und Priorität hat eben leider nicht, die haben eben nicht diese Verbrechen von der SS, diese Aufarbeitung, oder auch aktuell die rechten Verbrechen. Das hat einfach keine Priorität. Ich glaube nicht, dass es diese bewusste Verschleppung ist, aber diese verschobene Prioritätensetzung. Sieht man ja auch dann NSU und so weiter. Ja. Ich denke, es ist auch eine Frage des Bewusstseins der Menschen, die in der Justiz arbeiten, in leitenden Funktionen arbeiten. Frage des Bewusstseins, was möchte man jetzt zum Schlussstrich ziehen? Das, was im deutschen Volk, auch in anderen, das ist ja nicht eine Sache, die jetzt nur bei uns eine Rolle spielt. Also unter eine unselige Vergangenheit, eine schlimme Vergangenheit, eine verbrecherische Vergangenheit, Schlussstrich zu ziehen. Schluss, wir wollen jetzt damit nichts mehr zu tun haben, wir haben genug bezahlt. Israel hat Geld gekriegt und die Entschädigung und Zwangsarbeiterfonds, das ist alles bezahlt worden, das ist alles jetzt mit rechten Dingen zugegangen, jetzt ist aus. Ne? Und ich glaube, dass das bei Herrn Häusler auch mitspielt, im Unbewussten, so eine Haltung. Schluss jetzt, denn sonst hätte er Haltung bewiesen in dieser Frage, also eine menschliche Haltung, auch eine Haltung von Gerechtigkeit, die ich natürlich von jedem Menschen in der Justiz erwarte. Gut, wir haben alle unsere Schwächen, auch wir haben oftmals große Worte im Mund von Solidarität und von, aber... ich denke, hätte er dieses Gefühl gehabt, hätte es dazu gar nicht kommen dürfen, ja, zu so einer Einstellung. Da hätte er die Anfrage der Ludwigsburger Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen ernst nehmen müssen, oder andere Institutionen, Behörden hätten es ernst nehmen müssen, hätten forschen müssen, gucken müssen, wenn zu wenig Personal da ist, halt gucken, dass genügend Personal da ist, wenn es eben eine Herzensangelegenheit gewesen wäre. Und das ist das Tragische. Ja. Ich habe wieder mal ein Zeichen bekommen. Wir gehen in die nächste Pause und melden uns gleich wieder. Ja, was haben wir heute an Musik? Heute gibt es nur ein Lied, Bella Ciao, in vielen Varianten. Das kommt das nächste, Bella Ciao. Modena City Ramblers, Bella Ciao. Interessantes Video, ich mache es wirklich hoch. Halt die Frage, darf ich das überhaupt? Schließlich über Eck geht's. Ist doch offen, oder? Nee. Dann warten wir auf den Priest. Ja, genau. Dann wissen wir es. Vor allen Dingen bin ich jetzt scharf auf die große Variante. Hm? Auf die große Variante. Auf die große Variante, die du ja hast. Achso. Von... Eigentlich könnte ich ja fast noch auf den Bogen kommen, den du jetzt gerade hattest. Wie gehen wir heute damit um, das verdrängen oder nicht mehr zulassen wollen, unsere Geschichte mal zur Seite schieben, wir leben um jetzt und heute. Wie passiert es, dass jetzt aktuell wieder so viele deutsche Waffen in der Welt sind, so viele deutsche Soldaten überall wieder stehen? Ne? Da könnte ich ja fast auch schon wieder kommen zu sagen... nicht nur das, wir sind ja auch noch Lehrer. Ja? Weißt du, also auch in den Kommentatoren, wir sagen doch aller Welt, wie es geht. Ja. Den Italienern, was sie scheiße machen, den Griechen, den Zyprioten, wir sagen, wie sie es machen müssen. Genau. Weltweit sind wir ganz freundlich natürlich. Und zeigen jetzt aber auch wieder eine Stärke draußen, ne? Zu sagen, Franzosen, Probleme? Wir helfen euch. Syrien, Probleme? Wir helfen euch. Wir stehen doch da mit unseren Uniformen wieder. Ne?
Also wie weit mischt sich das alles wieder so rein? Vor ein paar Tagen auf Arbeit über dieses missglückte Attentat, das nicht gemachte Attentat auf Hitler und Mussolini. Mhm. Habt ihr es gesehen? Nee, noch nicht, aber es ist noch in der Mediathek. Ah, das ist toll. Also einer, der hat gesagt, ich bin Antifaschist, dann sagt, du bist unser Dolmetscher, du kannst am besten Deutsch, du fährst mit den beiden Herren mit und erklärst die. Der sagt, ich bin aber Antifaschist, das macht nichts. Er hat sein ganzes Leben drunter gelitten, er hat nachgedacht, wo liegt die Bombe, was kann ich machen. Er war, hat alles sozusagen im Kopf gehabt, wie es geht, und ganz sicher hat sich alles angeguckt. Aber zum Schluss gesagt, ich hab's nicht. Gleich rum. Wie steigen wir ein im nächsten Block? Wie steigen wir ein? Ich würde Peter einfach fragen, wie er das mit der heutigen Zeit sagt. Ich liebe einfach Bella Ciao. Jetzt sind wir wieder drauf, nach einem weiteren Lied Bella Ciao. Parkfunk, 26.02.13, mit der Sendung zu Bernhard Häusler und das Verbrechen von St. Anna. Wir merken mittlerweile, dass wir durchaus auch weitergehen, größere Sprünge machen, nicht nur in St. Anna bleiben, sondern überhaupt diesen Geist uns anschauen, den Geist auch in der heutigen Zeit uns anschauen, dieser Geist, der durch unsere Ministerien und Staatsanwaltschaften so durch die Gänge weht. Sibylle, du steigst weiter ein? Ja, ich übernehme gern. Peter, wie siehst du das? Ich meine, du bist auch Zeitzeuge ein Stück weit. Warum ploppt so ein Thema heute so massiv wieder auf? Warum haben wir immer noch mit dem Faschismus so massive Probleme? Ja gut, früher sind wir ja sozusagen ungerufen einmarschiert. Mhm. Ja, die Wehrmacht. Haben die Länder überfallen, heute marschieren wir gerufenermaßen ein. Entweder rufen uns die Menschenrechte oder rufen uns die gestorbenen Kinder oder ruft uns, weiß ich nicht, die Uranvorräte in Mali oder was auch immer, oder die Franzosen rufen uns, wir kommen nicht mehr ungerufen. Wir sind aber im Gegensatz zu früher, wo wir die Menschen in Angst und Schrecken versetzt haben, sind wir heute hoch willkommen. Ja, und wir machen immer was Gutes. Ja, wir tun immer nur Gutes. Ja. Wir verkaufen den Leuten natürlich unsere Waffen. Wir verkaufen den Leuten Gewehre. Wir sind weltweit unglaublich gut im Handeln. Und wir sind mit diesem guten Tun sind wir auch ein guter Ratgeber und ein guter Lehrer, wie es die anderen Nationen machen müssen. Also wir haben, wenn man so will, aus dem Faschismus gelernt, dass es so wirklich nicht geht, wie damals. Also ich freue mich ja, dass das alles mitgeschnitten wird, auch von der Staatsanwaltschaft, weil wenn man es dann mal wiederholt, dann kann man das ja nochmal dann diskutieren. Wir können es ja gleich mal sagen, wir legen die CD bereit, genau, für die nächste Abholsuchung, oder? Wir legen wir gleich mal vorne im Flur. Genau. Also ich denke, das ist sozusagen die eine Seite, dass wir weltweit militärisch unterwegs sind, dass wir weltweit wirtschaftlich unterwegs sind und an der Ausbeutung der Welt und der Natur einen ganz großen Anteil haben. Und dass da auch unser Wohlstand beruht darauf. Und ich denke, die Menschen hier haben Angst, dass das gefährdet sein könnte. Wenn wir rühren, wenn wir am Alten rühren, wenn wir das alles nochmal neu erinnern oder nochmal aufbrechen, dass dann hinter jedem Truppeneinsatz oder hinter jedem Panzer oder hinter jeder Mauserwaffe steht ja auch irgendwo die Geschichte des Deutschen Reiches, steht ja auch irgendwie der Nationalsozialismus. Das ist aber nur die eine Variante. Die andere ist ja, dass das auch gegenwärtig ist. Dass Rassismus und Faschismus, Fremdenhass, Fremdenangst, Antisemitismus, die sind ja allgegenwärtig. Frauenfeindlichkeit, Schulenfeindlichkeit, die Aussonderung von Entarteten, die Entrechtung von Behinderten, von sozial Schwachen, das ist ja allgegenwärtig und wird natürlich mit Gesetzen, wenn ich jetzt höre, dass beispielsweise sozial Schwache, die klagen wollen, keinen Zuschuss mehr bekommen durch Gesetze. Also man kann das nicht vergleichen mit irgendwas, das will ich nicht sagen, aber dieses Gefühl, doch eine Ruhe zu haben im Land und voranzukommen im Land und es gut zu machen im Land, und das ist doch vorherrschend. Und natürlich auch die Angst der Menschen, dass irgendjemand kommen könnte, wer auch immer, der Jude, der Italiener, der Ithaker, der Russe, ne? So, die sind ja zum Putzen gut und zum Arschwischen, als Helfer die Polinnen, ne? So,
aber ja, nicht mehr. Und wenn die, und dass diese Angst ist natürlich virulent, die ist dauernd da. Nicht? Und auf diese Angst gedeiht natürlich auch das, was NSU ist. Und wenn man so sagt, bei der NSU, erst waren es 3, dann waren es 4, jetzt sind es 12, plötzlich sind es 14. Und da hört man irgendwo, 300 oder 500 sind hoch, könnten hoch bewaffnet sein. Ne? So. Da hat man eine Dimension. Und die meisten Waffen, die verschwunden sind, mit denen sich diese speisen, wenn man das anguckt, die sind nicht auffindbar. Man weiß nicht, wo es ist. Und auf der anderen Seite hast du die deutsche Justiz, die Akten schreddert, die Erkenntnisse sozusagen in den Mülleimer kippt. Und da muss man sagen, alles bleibt gut. Und da musste ich gerade an diesen sogenannten positiven Nationalismus denken. Also wenn ich jetzt von meiner Generation spreche, mit Fußball-WM und diesen ganzen Deutschlandfahnen, die dort gezeigt wurden, ohne überhaupt ein Bewusstsein darüber, was ist das Nationalismus, was kann das überhaupt positiv sein. Und in meiner Generation, wir wurden ja überfrachtet in der Schule. Also in eigentlich allen möglichen Fächern hatten wir die Vergangenheitsbewältigung, wo eher meine Generation so das Gefühl bekommen hat, das sind die Konflikte von unserer Elterngeneration mit ihren Eltern. Und was haben wir jetzt damit zu tun? Lass uns doch damit in Ruhe. Ich glaube, die meisten in Stuttgart interessiert dann irgendwie ihr Arbeitsplatz oder die Theodor-Heuss-Straße. Und in so einer Atmosphäre kann auch ganz leicht wieder diese rechte Gefahr größer werden und dieses mangelnde Bewusstsein, dass es so leicht passieren kann. Also wie wir das auch vorhin im Vorgespräch hatten, dass es so leicht wiederkommen kann. Und dass es eigentlich auch ein schleichender Prozess ist. Also es geht nicht von heute auf morgen. Und zumal, was ich ja auch erlebe, ist zusätzlich die Situation, von mir aus können die im Fußball da gewinnen und tun und da können die feiern oder sowas. Ich merke an mir, dass ich totale Hemmung hatte. Ich könnte nie eine Fahne, eine deutsche Fahne in die Hand nehmen. Aber es gab doch auch schwarz-rot-goldenes Klopapier. Ja, das ist ja auch dann ganz sinnvoll eingesetzt worden. Doch, das haben die Leute auch genommen. Also ich schon mal sagen. Als Ohrringe, oder? Das ist ein gutes Mal. Der Julia widersprechen. Ja, aber da merke ich, da habe ich jetzt Hemmung. Ich weiß von vielen Leuten, die das auch so formulieren, die da Hemmung haben. Dazu muss man kein Antifaschist sein, die einfach sagen, das geht nicht, ich kann mich da nicht überwinden. Aber gleichzeitig wirst du auch schon wieder in die Ecke gedrückt. Als Spaßbremse und was weiß ich, du bist ja dann schon wieder kein Richtiger und willst ja nur politisch rumdiskutieren. Ach, du kennst Antifaschisten. Die waren Leuchte. Wo sind welche? Da leuchtet sie ganz. Aber die Linken denn? Muss man aufhören, oder was? Nö, nee. Wir machen weiter. Nochmal ein Widerspruch zu Julia von Staden. Schleichender Prozess. Ich glaube, ein Grundbewusstsein hat sich nicht geändert. Es ist transportiert worden, es liegt sozusagen im Gedächtnis, wir hatten es vorhin davon, im Gedächtnis des Volkes. Die Angst vor den Fremden, die Angst, es könnte einem was wegnehmen, die Angst vor der gelben Gefahr und so weiter und so weiter. Auch in der Nachbarschaft des sozialen Abstiegs. Und es sind ja auch, was den sozialen Abstieg angeht, das sind ja reale Gefahren. Das ist ja nichts, was sich die Leute einbilden. Und dazu kommt, denke ich, dass wir auf der anderen Seite, ich sage jetzt mal, nicht so recht eine Alternative haben, ne? Wo wir sagen können, da kann es lang gehen, also dass so Gegenmodelle entwickelt werden, wo man sagt, Mensch, das funktioniert doch, das geht doch, ne? Dass das alles so unter diesem neoliberalen Druck ist, ne? Und an der Regierung bleiben unter allen Umständen und die Widersprüche aus, wir haben es hier im Lande auch so, ne? Und ja, nicht zuspitzen und nichts austragen, nicht streiten, ne? Das ist ja, also insofern denke ich, das Schleichende ist schon da, ne? Es bricht nur hin und wieder auf und ich fürchte eben auch, wenn wirkliche Konflikte kommen, soziale Konflikte oder Konflikte anderer Art, politischer Art, da kann schon sein, merken wir, dass das Schleichende längst angekommen ist. Bist du ein Kulturpessimist? Nee, ich bin eigentlich sehr optimistisch, was das angeht. Ne? Aber ich denke, es ist eben schon wahnsinnig viel kaputt gemacht worden. Ne? Und wir blicken zu oft rückwärts und zu wenig vorwärts, um das an Alternativen zu entwickeln, so an schönen Utopien. Ne? So, was steht da? Was steht auf dem T-Shirt? Hier.
die wunderbare Welt des Widerstands. Mhm. Das wird nicht deutlich, das können wir den Leuten, wenn du Widerstand hast, machst, kriegst du sofort einen auf den Deckel, weil du nicht politisch korrekt bist, weil du, weiß ich nicht, jemand falschen zugelächelt hast oder so. Mhm. Ja, da fällt mir auch ein, also gerade auch im S21-Kontext wurde ja ganz früh diskutiert, unsere Bewegung ist nicht politisch. Also ich habe das, mir war es ein Anliegen, das so anzusprechen, dass wir politisch sind, aber das wurde dann auch schnell irgendwie ausgebremst. Ja. Also gerade diese Sorge vor, wir könnten ja die Mehrheit, die wir ja eh nie hatten, verlieren. Ja. Und trotzdem kommen immer wieder Menschen zusammen, die einfach anders drauf sind, die politischer werden und die hinterfragen. Und das empfinde ich als richtig und sehr wichtig, dass wir da weitermachen. Ja, wir machen nochmal einen kurzen Break. Jetzt hört ihr uns leider, Leute. Hier ist Parkfunk im Freien Radio Stuttgart. Ich hatte die Endlos-Disc noch nicht umgeschaltet. Wir haben aber hier Cams. Und Clems hat alles aufgezeichnet, wir können es weiter verbreiten. Tut uns leid, liebe Leute. Ich habe das Studio so noch nicht betreten. Soll keine Ausrede sein. Aber jetzt sind wir drauf, jetzt läuft es weiter. Wir unterhalten uns über Häusler und St. Anna. Aber wir haben ja Clems da. Clems ist alles da. Alles auf Clems kann man sehen. Es wird jetzt schnell reingestellt. Und und werden dann auch da die Aufnahme dann davon benutzen. Sorry, echt riesen Scheiße. Kommt wieder Bella Ciao. Also wir spielen hier öfters Bella Ciao heute, immer in anderen Varianten. Ist das jetzt endlich die große, die 200 Millionen auf einmal? Scheiße. Wie du, wir hatten nichts, sondern nur die Musik von was auch immer. Endlosband ist geladen. Oh. Ich hab's gerade, weil wenn es hier aufleuchtet, dann ist jemand an der Tür. Mhm. Und da draußen läuft immer das Radio. Daran habe ich es gesehen, ich höre euch gar nicht. Die sagen gar nichts. Ach du Scheiße. Und da unten, das ist, wenn du 20 Sekunden nicht sendest, dann schaltet das immer technisch automatisch um. Und weil vor uns jemand gesendet hat, ist das automatisch genau. Und ich dachte, wenn ich diese Knöpfe automatisch bewege, dass das Priorität hat und die Technik sich automatisch hochfährt. Naja, so lernt man dazu. Danke. Hier, dann werden wir deins sehr gut benutzen. Ja, nein, hast schon mal drauf. Ha? Ja, du hast doch gerade eins drauf, oder? Genau. Alles. Ja, aber die haben natürlich, ist über die normale Radiogeschichte, er hat mehr Zuhörer und eine andere Qualität auch erstmal. Ja. Also gut, ich habe mittlerweile als Feedback gehört, dass die Bild- und Tonqualität prima ist, aber nicht an ein professionelles Studio möchten wir uns ja dann nicht messen. Ja. Sind wir froh, dass wir dich heute haben hier. Ja, es ist nicht verloren gegangen. Ein Griff ins Klo geworden. Ja, der Widerstand verliert nichts. Außerdem habe ich mich schon für den Kurs angemeldet. Ich trage dich nachher auch ein, ha? Welche Lämpchen dürfen leuchten und welche nicht? Ach, ja. Sie muss jeder anmelden, wenn sie jemand, ne? Ja, und ich bin ja jetzt neu dabei in der Redaktion und ich muss das alles erst lernen. Also ich könnte da überhaupt nichts machen, gell? Ich stelle es langsam um oder wir gehen langsam wieder drauf. Mit welchem Block geht es weiter? Achso, gute Frage, war mal so viel. Okay, kriegen wir hin. Gut. Hallihallo, Freie Radio für Stuttgart. Hier ist Parkfunk heute mit der Sendung zu Bernhard Häusler und das Verbrechen in St. Anna, dieses Thema. Wir waren leider ab 20 Uhr nicht direkt drauf, hatten einen technischen Fehler. Jeden, den es interessiert, Kamps 21 macht einen Livestream und da wird es auf die Tage reingestellt und wir werden das über unsere Verteiler natürlich rumschicken und möglichst schnell auch jetzt auf die Parkfunkseite stellen. Also alles, was ihr versäumt habt, alles, was ihr nicht hören konntet, ist aufgenommen und werden wir dann auf diesem anderen Weg weiterverbreiten. Sorry nochmal da dafür. Kommt vor, wir sind eben nicht der SWR und das ist auch gut so. Ja, wir sind Vollprofis. Jetzt muss ich aber nochmal unsere Pflichtsachen machen. Wir sind Teil der Redaktion Westerwelle, verantwortlich für die Sendung Sibylle unter Thomas. Die Sibylle macht die Moderation unter Thomas am Mikro. Wir haben ja gerade aufgehört bei politischem Denken, Bewusstsein.
Wenn ich mir die Geschichte von Deutschland angucke und die Aufarbeitung des Themas. Deutschland West oder Ost? Sehr gut, sehr gut. Hauptsächlich West, weil ich weiß es ja aus zum Beispiel Stuttgarter Justizkreisen, wie das lief, dass die Richter ziemlich schnell entnazifiziert waren, wenn man da überhaupt mal hingeguckt hat. Und dann waren die wieder. Hat man sie wieder eingesetzt und bei Politikern war es ja auch. Nein, hat sie nicht wieder eingesetzt. Die sind drin geblieben. Sie sind drin geblieben. Die waren gar nicht erst draußen. Die, genau. Okay. War eine Kontinuität. Ne? Mhm. In bestimmten Bereichen gab es einfach eine Kontinuität, ja. In der Justiz beispielsweise. Ja. Aber auch bei unseren Politikern, ich habe da einiges gefunden und mein prominentes Beispiel war der Herr Oettinger, der den Herrn Filbinger als Widerstandskämpfer bezeichnet hat. Die berühmte Freiburger Rede. Ja, was einem ja nachträglich immer noch die Schuhe samt Socken auszieht. Manchmal habe ich das Gefühl, das Gedankengut trägt sich von Generation zu Generation zu Generation weiter. Auch wenn man in der Schule, so wie du, traktiert wurde. Bei mir war es nicht ganz so schlimm. Ich bin ja noch ein Stückchen älter. Wieso sagt ihr schlimm? Also dazu muss ich gleich nochmal was sagen. Und zwar, wir sind mit Vergangenheitsbewältigung traktiert worden. Ja. Wir sind nicht damit traktiert worden mit was passiert jetzt, was machen wir jetzt, was ist Zivilcourage, was ist eigentlich ein aufrechter, solidarischer Mensch. Also so ein Bewusstsein wurde gar nicht geschaffen, weil in unserem Schulsystem, in meiner Schule, auf dem Gymnasium, habe ich gelernt, dass es gut ist, sich anzupassen an die Erwartungen von den Oberen, also von den Lehrern, die das Sagen haben. Wenn du nur ein bisschen irgendwie quergedacht hast, dann hast du das gleich an den Noten gemerkt. Mhm. Und deswegen konntest du es dir leicht machen und halt nach Lehrplan. Und so dieses Bewusstsein, das haben wir übernommen oder uns aufoktroyiert bekommen. Mhm. Aber eben, und die Vergangenheitsbewältigung, die vielleicht unsere Lehrergeneration mit ihrer Elterngeneration hätte machen sollen. Weil das war ja, also ich bin 81 geboren, meine Elterngeneration und deren Elterngeneration haben diesen Konflikt, dass die Eltern nicht miteinander gesprochen haben mit ihren Kindern. Mhm. Und dass dort viele Fragen offen gewesen sind, also dann die nach 68er oder gerade 68er Generation. Und dass die das natürlich wieder gut machen wollten bei ihren Kindern und dann umso mehr von der Vergangenheit geredet haben, aber nicht von dem, was ist eigentlich jetzt los. Das heißt, man hat nicht wirklich konsequent die Lehren draus gezogen und die Menschen zu aufrechten, geradlinigen Menschen zu erziehen, sondern angepasste. Es ging einfach auch weiter. Das ist ja, das Erschreckende. Es gibt auch solche Sachen. Also ist eine Sache, die ich selber beobachtet habe. Ich war mal in Buchenwald und habe mir das da angeschaut. Und als ich da war, kam ein Bus der Bundeswehr. Und dann sind auf einmal Bundeswehrsoldaten in Uniform und mit den Bajonetts durch diese Gedenkstätte gelaufen. Und die haben ihre Bajonetts nicht abgesetzt. Ich fand das eine Riesenfrechheit. Ich habe die angepöbelt. Wir wissen eigentlich alle, was es bedeutet, diesen Hut da oben zu tragen oder wann man ihn nicht trägt. Und ich finde, es hat sowas, nichts da zum Suchen. Also das gebietet der Anstand. Also, und da merkt man einfach, es wird einfach so weitergemacht. Das erschreckt mich eigentlich. Also dieser Break findet gar nicht oft statt. Nee, es wird ja weiter vererbt. Es ist nicht nur mit der Justiz, im ganzen Gesundheitssystem und so, es ging ja weiter. Ne? Die, was du vorhin angesprochen hast, wie man heute auch immer noch mit Behinderten und so umgeht. Ja. Also ich würde da auch nochmal Widerspruch anmelden jetzt gegen diese Sichtweise. Der Oettinger ist ein Kind seiner Zeit, wie viele andere auch. Ist nicht besonders, kein besonders politischer Mann gewesen damals. Er hat mich zu keiner Zeit aufgeregt. Mich hat eher aufgeregt, dass der ganze Apparat der Bundesrepublik nach 1945 durchsetzt war von nationalsozialistischen Kadern.
auch viele Parteien. Mhm. Dass das viele, viele Jahre später rausgekommen ist. Mich hat viel mehr entsetzt, Dinge, dass also Massenmörder rumlaufen konnten. Dass es ewig gedauert hat, bis der Auschwitz-Prozess anfing. Dass es eine Stelle brauchte wie die Ludwigsburger Zentralstelle zur Verfolgung der Nazi-Verbrechen. Dass das extra eingerichtet werden muss, dass man die blockiert hat. Mhm. Oder mich regen viel mehr Sachen auf, weil wir hatten vorhin drüber gesprochen, dass man heute Akten schreddert. Erkenntnisse, die man über den Rechtsradikalismus hat, über den rechten Terror, über diese Mörderbande hat, dass man das einfach schreddert und wegschmeißt. Also diese Person, sage ich ja gut, der Oettinger hin oder her oder was Späth mal gesagt hat, das sind, ich sage es jetzt mal so, für mich sind das Peanuts. Ne? Angesichts dieser anderen Sachen, die wir dann ein bisschen aus dem Auge verlieren. Das meine ich auch dann mit Herrn Oberstaatsanwalt Bernhard Häusler. Dass wir, wenn wir solche Figuren zu sehr in den Mittelpunkt stellen, dann vergessen, was heute in der Welt passiert an Unrecht, an Schweinereien. Mhm. Nicht? Dass wir, also, dass unser Militär überall zugange ist, nicht? Dass wir die Rohstoffquellen sichern, dass wir die internationalen Wege sichern. Nicht? Dass in Mali beispielsweise geht es ja eben nicht um Menschenrechte, es geht nirgends um Menschenrechte, es geht immer um diese Wege, um die Sicherheit, um NATO, um den westlichen Einfluss. Ne? Mhm. So. Also dass das so ein bisschen, wenn man so personifiziert, solche Dinge etwas aus dem Blickfeld geraten. Ne? Mhm. Ich denke schon, insgesamt gesehen ist die Bundesrepublik nicht unbedingt auf einem guten Weg, was die innere Verfassung angeht. Muss ich euch schon recht geben. Ne? Mhm. So, dass das, ne? Aber es sind ja auch sozusagen, also das frage ich mich dann heute, wie ist das möglich? Dann kommt Enrico Chieri von Italien daher und dem wird der Zugang zum Gerichtsgebäude hier versagt. Ne? Mit der Begründung, man will objektiv mit dem Wiederaufnahmeantrag umgehen. Ich habe da mich auch dann da mit den Journalisten dann unterhalten, die mir den O-Ton, weil ich habe selber die Begründung nicht mitbekommen, wo ich mich halt, also A, wie ist es möglich und B, wie unsinnig gehen Sie denn damit um? Also wie sehr fordern Sie uns denn damit erst wieder heraus? Aber weißt du, Thomas, ich denke, das ist natürlich auch ein Problem, muss ich den Ball aufnehmen sozusagen. Hm. Ja. Warum haben wir das Gericht nicht blockiert? Warum haben wir uns nicht hingesetzt? Ja, warum haben wir nicht die Straße blockiert? Warum haben wir gesagt, wir lassen nicht zu, dass dieser Mann so behandelt wird? Einer der ganz wenigen Überlebenden von St. Anna, die Stadt Zehmer, der extra nach Deutschland kommt in hohem Alter und sagt, ich will nichts, ich will keine Rache, ich will kein Geld, ich will nur Gerechtigkeit. Ich brauche Freundschaft mit den Deutschen, wir brauchen ein vereinigtes Europa. Das war seine, na so, ich will Gerechtigkeit. Und dann sperrt man die Leute vom Gericht aus, Gerichte sind öffentliche Gebäude und 100 Antifaschisten, 100 Linke, 100 aufrechte Bürger sagen, das ist halt so. Ich auch, ne? Bleiben wir halt draußen. Ich glaube, du warst eine Gemeinheit. Du bist ja auch eine Weile, ich glaube, im Gerichtsgebäude. Natürlich, da haben Leute das mühsam vorbereitet und dran geschafft, dass das ist und dass das ein ordentliches Medienecho und kein Spektakel wird. Das ist sozusagen die Gegenseite dann, sag ich mal, ne? So von denen, die da vorbereitet haben und sich Mühe gegeben haben mit der Anwältin. Es muss eine Atmosphäre von Ruhe da rein, von Seriosität, das wird dem Anliegen nicht gerecht. Ne? Man hat ja immer beide Seiten, denke ich schon. Ne? Aber wir sind ja in vielen Dingen ganz wehrlos auch. Ne? Und haben unsere eigenen Methodiken nicht besonders entwickelt oder uns für so einen Fall auch gar nicht vorbereitet. Ne? Ich ärgere mich manchmal auch über meine eigene fehlende Zivilcourage. Ne? Nicht irgendwas zu tun, aber dann ist man gleich, wenn man so ein bisschen bekannt ist, wie ich, denke mal, da muss ich wieder nach vorne drängen. Der muss jetzt wieder der Erste sein mit Zwischenrufen und der irgendein Spektakel anfängt. So, dann hat man diese Ängste hat man ja auch. Man will ja gut Freund sein mit allen, ne? Mit Angesehenen. Anständige, wir sind alles anständige Leute. Ne? Aber in dem Widerspruch sind wir halt. Ne? Aber ich würde schon denken, was die Julia von Staden gesagt hat, dass es dazugehört heute, dazugehören müsste zur Bildung. Ne? Ja. Wie Zinsrechnung und wo lege ich meine Papiere an und wie komme ich am schnellsten in der Bundeswehr vorwärts?
das genauso zum Unterricht gehört, wenn ich das akzeptieren würde, im demokratischen Staatsrecht akzeptiere ich, dass genauso dazugehören müsste, was ist ziviler Widerstand, was ist erlaubt, was ist gewaltfreier Widerstand, was sind Blockaden, ne, welche Möglichkeiten habe ich als Staatsbürgerin, als Staatsbürger, mich gegen einen übermächtigen Staat zur Wehr zu setzen, gegen Überwachung und so weiter und so weiter, gegen alle anderen. Die Chance haben wir meines Erachtens verpasst. Das war so ein Traum, irgendwie in diesem Land aufzuwachsen. Chancen verpassen wir nie, die sind immer wieder neu. Irgendwie genau in so einem Land zu sein, das einfach da mal nach vorne geht, das auch weltweit, hätte jeder Achtung davor gehabt, dass Deutschland diesen Weg geht. Es hätte keiner einem übel genommen. Siehst du, so Thomas, gesehen, das meine ich, das wären unsere Träume. Und das war, das war immer mein Traum, in diesem Land zu leben und dass Deutschland diese Chance eigentlich hat. Sie könnten es machen. Aber sie wollen halt Geld mit Panzern verdienen. Ne? Nein, ja, aber wir sind ja, weißt du, wir sind ja Teil des Ganzen. Ja. Uns geht's gut, wir leben gut, wir haben, genießen unseren Wohlstand, unsere Reisen, alles das. Nee, wir sind Teil dieses Systems. Ne? Ja. Wir kommen langsam schon wieder zum Ende. Es ist 9:05, so schnell geht die Stunde rum. Für euch die 25 Minuten. Wir haben gemerkt am Anfang schon oder in der Vorbereitung zur Sendung, dass es ganz, ganz schwierig ist, durch dieses Thema, wo fängt man an, wo hört man auf, wie grenzt man das ein oder grenzt man eben nicht ein. Wahnsinnig, wie das weiterverfächern kann, dieses Thema. Und haben uns dann auch schon entschlossen, dass wir in 2 Wochen am 12. März um 17 Uhr eine Sondersendung nochmal dazu machen, nochmal dieses Thema weiter vertiefen, und zwar, was ist heute an Faschismus in der Gesellschaft da, wie umgibt er uns, wie setzen wir uns damit auch ständig auseinander, und Janka hat schon zugesagt, oder? Ich habe bislang noch nichts gehört. Also wir haben Janka eingeladen, Janka, wie heißt du denn? Kluge, Janka Kluge, VVN-Vorsitzende von Baden-Württemberg, auch zu diesem Thema. Auch Janka war schon lange am Thema St. Anna dran, und eine Einladung haben wir auch nochmal an Peter gegeben. Vielleicht ein kleines bisschen Hoffnung haben wir, vielleicht kommt er nochmal. Schauen wir mal weiter. Und wir haben uns dann entschieden, zur nächsten regulären Parkfunksendung Ende März dann auch nochmal dieses Thema aufzugreifen und da auch nochmal Studiogäste einzuladen, die auch nochmal einen speziellen Blickwinkel haben, weil wir merken, dieses Thema ist ein weites Thema und ist uns einfach wichtig, weil es wirklich gerade immer gegenwärtiger wird, und ja, ich merke auch, ich will da was tun, das nervt mich, ich will mich da nicht einfach so schweigend mit auseinandersetzen. Ja, nicht nur das, wir haben die Bundestagswahl, und als Wahlkampfthema wurde bereits von der CDU-CSU, muss man ja dazu sagen, von den C-Parteien, auch die Flüchtlingsfrage schon thematisiert, und das ist für mich allerunterste Schiene. Das war Parkfunk heute am 26.02. im Freien Radio Stuttgart. Verantwortung für die Sendung hatte der Thomas, auch für die Panne und die Sibylle, aber nicht für die Panne, und wir sind Teil der Redaktion Nester Welle. Und jetzt kommt ein Abschiedslied, nicht das übliche, sondern ein neues, ein ganz anderes Lied, heute passend von einer meiner Lieblingsbands von früher, die Mimis aus Hamburg. Weiß ich, kennt ihr die? Persönlich. Nicht? Aber mal gehört so? Ja. Ja. Gibt den Faschisten keine Chance. Also ein super geiles Lied. Die Aufnahme ist nicht ganz so toll, aber scheißegal, es läuft jetzt. Wow. Jetzt haben wir doch einen riesen Bogen geschlagen. Ich glaube, das geht gar nicht anders, oder? Ja, gut. Das hört mir jetzt. Bist du noch drauf, ja? Ja, ich dachte mir, ja. Ich mache noch das Private noch mit. Machst du das Private noch mit? Hallo. Hallo. Man muss nur aufpassen bei dem, mit den Parteien. Ja. Wir haben mal die Wahlprogramme der SPD analysiert, wie fremdenfeindlich die waren. Ja. Wenn es drauf ankommt. Noch am PC dran? Wie die Mutter war ich, verstehst du, mich total eingeschränkt. Naja, aber sobald, dann können wir anfangen, wer hat den Kosovo-Einsatz beschlossen? Die Grünen.
waren dabei. Ja, ja, natürlich, ja, ja. Weil so, das kam gestern, ja, hast du es gesehen? Es war super. Uiuiuiuiui. Das lohnt sich. Das ist gar nicht so lang. Das ist. Das fand ich auch gut. Ich dachte erst, ich ärgere mich nur. Ne? Nee, nee. War doch gut. Das gell? War sehr, sehr. Also, ich meine, sind ja nicht unsere Sender, sind ja nicht unser, muss ich sagen. Für das dachte ich. Das ja. ist dann mal wieder der öffentlich-rechtliche Auftrag, finde genau. ich, erfüllt. Ja. Ausnahmsweise. Aber es ist schon erschreckend, wenn ich das jetzt mitkriege mit diesen Fremden. Es ist ja wirklich das Schüren oder auch das Bashing auf Spanien und Zyprioten und Franzosen und dass das alles so faule Hunde sind. Ja. Das stimmt ja. einfach nicht. Ah, komm schon. Also bei den Franzosen, also. Bei den Franzosen. Das könnte mir als Schaffervolk schon mal sagen. Als Schwaben erst recht, gell? Ja, das meinte ich damit. Also ein bisschen laissez-faire, das hat uns auch nicht schade. Gute Sendung. Dankeschön. Ciao. 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 Bist du schon drauf? Ja. Schalte dich einfach dann ab. Ja? Super. Also viel Erfolg hier. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.